Und wir sind heute am Kochen. Ich zeige euch ein paar Tipps rund um die Triathlonernährung. Was man so alles mitnehmen kann auf dem Velo, was man trinkt und so fort. Sehr gut. Rezept ist mein Brot, das ich einmal auf der langen Fahrt mitnehme. Für das haben wir Zubehör, haben wir Hirse. Wir haben Dinkel, Vollkornmehl, Himalaya-Salz, Bits Weizenkeime, Leinsamen und Honig. Da haben wir ihn, ne? Das alles mixen, in 40 Minuten ist das fertig und wir haben eigentlich dann ein gutes Brot. Ich habe das schon bereit. Das ist die Hirse. Die haben wir 10 Minuten lang gekocht. Ein bisschen Hirse rein. Süss miteinander. Dann tun wir hier Dinkel, Urdinkelmehl. Nach Belieben, genau 212 Gramm. Das war ein Witz, ein Leinsamen. Dann machen wir da Weizenkeime. Für das gehe ich ins Reformhaus. Das lohnt sich, dass man da High-Quality-Produkte holt. Und dann ein bisschen Salz. Salz ist wichtig, sehr wichtig bei den längeren Fahrten. Das war sicher etwa 2-3 Gramm gewesen. Das ist ein Himalaya Bergkristallsalz. Dann ein bisschen Honig. Honig auch, würde ich etwas Gutes nehmen. Das sind jetzt etwa 30 Gramm wahrscheinlich. So. Dann ein Wasser. Nur wenig. Dann wird das Ganze leicht gemixt. Das ist jetzt das Brot, das ca. 600-700 Kalorien hat, das hebt 3-4 Stunden an. Hat auch Salz drin. Empfehle ich jetzt nicht für den Wettkampf, sondern mehr für das Training. Das lässt sich platt machen, das lässt sich schneiden, dann kann man Riegel schneiden und so weiter. Dann kommt das in den Backofen rein. Zack, 40 Minuten, 200 Grad, oben unten. Und gut ist. Ja? Bei dem Wettkampf sieht es anders aus. Da bin ich zufälligerweise vor 14 Tagen am Ironman gestanden, habe eine Konversation zugelassen von zwei Athleten. Der eine hat sich beschwert, Magenproblem. Dann habe ich gefragt, ja, was ist denn, was hast du denn gegessen? Und der eine hat sich 7 Stunden lang in Jail reingedrückt, hat es richtig so gesagt. Und da habe ich mich natürlich dann schon gefragt, ja, wenn man 7 Stunden lang einen Gel nimmt auf Zuckerbasis, was erwartet ein Athlet? Was kannst du erwarten? Das hält nicht jeder Magen aus. Also dort empfehle ich folgendes ganz etwas ganz einfache Sachen. Das ist nichts anderes als Weissbrot. Kommt gut an. Mit ein bisschen Käse. Ganz so das Einfache, wir machen jetzt hier Bewerbung mit Käse und ein bisschen Käse und ein bisschen Streichkäse und gut ist. Das gibt eigentlich einen sehr einen höchglykämischen Wert, Weissbrot. Es hat Salz im Käse, es gibt ein bisschen Kontrastwirkung zu dem ganzen Zuckerzeug. Sie sind die sogenannten natürlichen Sachen. Und dann gibt es auch natürlich Sportsfood. Im Sportsfood empfehle ich das Produkt von Science in Sports. Das ist eine englische Firma. Macht sehr gute Sachen. Da gibt es verschiedene Riegel. Die haben zum Beispiel den Go-Bar. Das ist jetzt ein Riegel von 65 Gramm, 245 Kalorien. Kein Eis drin, nichts. Wirklich gut. Das ist ein Proteinbar. 55 Gramm, mit 20 Gramm reine Protein drin. Und das wäre noch ein Kohlenhydratregel. Also das ist eine gute Kombination von natürlichen und
kurz reden. Im Food-Bereich, im Trinken her, würde ich PSP 22 nehmen oder den Go. Auch von der Science and Sports. Was wir jetzt mal noch anschauen, ist, man kann nicht die ganze Zeit so die süßen Sachen trinken. Ich empfehle da zwei Geheimdrinks, die wir da, die ich da aufgelesen habe in meiner Karriere. Das eine ist, Gerste. Die habe ich da hinten. Gerste, Zimt, und das ist richtig schönes Puff, ein bisschen Salz und Honig. Also, das ist ein also die vier Sachen, Gerste, etwa 200 Gramm mit einem Zimtstängel, ein Prise Salz, ein paar Teelöffel, ein paar Esslöffel Honig rein, das 10, 15, 20, 30 Minuten lang köcheln, absieben, gibt ganz einen guten Drink. Wir machen das nachher, ich zeige dann, wie das Gesöffel aussieht. Das andere, was man auch machen kann, ist eine extremere Form, so ein für Freaks, wie ich einer bin, ist Hirse. Leicht aufkochen, etwa 100 Gramm Hirse leicht aufkochen, 7, 8 Minuten lang ziehen lassen und dann absieben. Also, wir haben ja vorher gesagt, ein isotonisches Getränk, natürlich Gerste, Zimt und Honig. Die haben wir jetzt, die Gerste ist jetzt da eine gute Stunde gekocht worden. Danach sieben wir das ab. Dann gibt es so einen Saber, so eine Brühe da. Dann schauen wir auf die Kamera. So. Das ist der Zimtstängel oben rein. Die Gerste kann man nachher essen, das ist kein Problem. Und dann kommt da noch ein bisschen Honig rein. Und dann geht es eine gute Sache. Sehr gut. Also das hat jetzt langkettige Zucker, kurzkettige Zucker, Mineralstoff und so weiter, alles drin. Ein guter. Das Brot ist auch schon so weit, was wir vorher gepackt haben. Das sieht so aus. Noch ein bisschen heiß. Das kann man gut schneiden. Ballaststoff und so weiter. Jetzt mache ich noch einen zweiten Drink. Also das ist jetzt so unser Hirsensaft. Der sieht so aus. Sehr lecker. Den nehmen wir jetzt hier rein. Natürlich isotonisches Getränk, hier ein bisschen Salz, hier wieder ein bisschen Honig, alles nach Gefühl. Und dann ist das ein sehr basisches, gutes Getränk. Gute Abwechslung zu diesen konzentrierte Zuckergetränk, den man kaufen kann. Klar, es ist mit einem gewissen Aufwand verbunden. Also die Hirse mit 30 Sekunden aufkochen und dann etwa 5-6 Minuten lang ziehen lassen und dann abgüssen in den Bidon und gut. Also, für all die, wo das zu grossen Aufwand ist, selbstverständlich gibt es diese tonische Getränke, eben wie gesagt, für SIS, sehr gute Produkte. Ich selber habe Freude an einer gesunden Balance, dass man es mixt, dass man manchmal etwas natürlich macht, dann aber nimmt man wieder mal etwas so ein bisschen Chemiemässiges. Also, ich hoffe, es hat ein paar Inputs gegeben euch. Bis zum nächsten Mal.